Britney Spears und ihr Verlobter Sam Asghari haben ihr Baby verloren. Die Fehlgeburt sei laut des Paares in einer frühen Phase der Schwangerschaft passiert. Britney Spears, 40, hat ihr Baby verloren. Die traurigen Nachrichten verkünden die Sängerin und ihr Verlobter Sam Asghari, 28, in einem bewegenden Statement auf Instagram. Britney Spears hat ihr Wunderkind verloren. Mit großer Trauer müssen wir bekannt geben, dass wir unser Wunderkind zu Beginn der Schwangerschaft verloren haben. Dies ist eine verheerende Zeit für alle Eltern. Schreiben Britney und Sam. Ihre Worte klingen ehrlich und lassen tief blicken. Das Paar erklärt weiter, vielleicht hätten wir mit der Bekanntgabe warten sollen, bis wir weiter fortgeschritten sind. Wir waren jedoch sehr aufgeregt, die gute Nachricht mitzuteilen. In dieser schweren Zeit geben sich Britney und ihr Partner nun Halt, unsere Liebe füreinander ist unsere Stärke. Wir werden weiterhin versuchen, unsere wunderbare Familie zu vergrößern. Wir sind dankbar für all ihre Unterstützung. Wir bitten Sie höflich um Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit. Im April 2022 gab Britney Spears ihre Schwangerschaft ebenfalls auf der Social-Media-Plattform bekannt. Die Popmusikerin hat zwei Söhne im Teenageralter, Sean, 16, und Jaden James Fadeline, 15, aus ihrer Ehe mit Kevin Fadeline, 44. Mit dem ehemaligen Tänzer war Spears von 2004 bis 2007 verheiratet. Ende der Vormundschaft 2021 mit Fitnesstrainer Sam Asghari möchte die Sängerin den dritten Ehebund schließen. Ein Hochzeitsdatum stehe bereits fest. Wann genau, wollte das Paar jedoch noch nicht verraten. Aus ihrem Kinderwunsch hatte Spears kein Geheimnis gemacht. Nach dem Ende der 13-jährigen Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears, 69, im September 2021 wolle Britney sich jetzt schrittweise vorwärts bewegen, heiraten und ein Baby bekommen, wie sie am Ende des Gerichtsprozesses erzählte. Das war ihr durch die Betreuung jahrelang nicht möglich gewesen.